So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Runde von Baphomets Fluch im Director's Cut. Und wir hatten Irland besucht, konnten ein wenig in Burgen rumstöbern, haben dort ein Schild gesehen namens Montfaucon, das uns später als Hinweis gilt, hier mal in Paris nach Montfaucon zu suchen. Ein Ort, wo der elementar wichtig ist für die alten Tempelritter. Zum anderen haben wir aber auch jetzt einen Edelstein und das Dreibein von Lochmarn an uns reißen können durch eine Mitternachtsaktion mit Nico. Aber wie gesagt, von André Domino haben wir den Tipp erhalten, nach Montfaucon Ausschau zu halten. Das ist hier dieser Ort, eine alte Kathedrale, damals sehr wichtig, wo die Tempelritter erhängt worden sind in Paris. Wir können hier reingehen, aber ich sage euch jetzt, da ist nichts zu sehen, nichts zu machen. Deswegen, was wir jetzt aber. Oh, ich zeige euch wenigstens mal ganz kurz, ja, also. Damit das hier ist zum Beispiel der Pater, das war übrigens im Original nicht so, der war immer noch nicht da. Aber im Grunde genommen ist das, was man hier sehen kann, momentan nur ein paar Gräber. Zum Beispiel hier. Allerdings bringt das jetzt in dem jetzigen Verlauf Ein nichts. Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. So. Und aus diesem Grunde, weil wir hier wirklich nichts machen können, gehen wir wieder nach draußen. Ich muss dir mal ganz kurz einen Stopp machen und einen kleinen Cut. So, habt ihr ihn wahrscheinlich nicht bemerkt, weil ich jetzt gerade den Sound noch mal ein bisschen lauter gemacht habe. So. Wir sprechen mal mit den Gendarmen hier am Verzeihen Sie, Kaffeetresen. Wachtmeister. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt? Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Tja. Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Tja, willst du mir die Hand schütteln? Möchten Sie mir vielleicht die Hand? Ich kann mich selbst gerade noch rechtzeitig stoppen. Einem Bullen einen Elektroschock zu verpassen, wäre nicht sehr klug. Wahrscheinlich würden die ihre Bastille wieder aufbauen, nur um mich reinzuwerfen und dann den Schlüssel wegwerfen. Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzten Taschentüchern sehen? Zum Teufel nein. Dann packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Ich habe zu wenig diese Items benutzt. Ich muss sagen, hier gibt es immer wieder ganz lustige so Nebendialoge. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Wer ist das? Ich vermute, ein international tätiger Attentäter. Oh. Mehr haben Sie nicht zu sagen? Nur O? Ich habe nur gerade überlegt, ob ich Ihnen sagen sollte, dass ich Sie für einen international tätigen Paranoiker halte. Aber das erschien mir dann doch ein wenig unhöflich. Na gut. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Das denke ich mir. Diese Ich Zuschauermeute habe nicht die hier mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. ist jetzt für uns auch nur so zur Art Statist. Hier ist der Kanaldeckel. In der Mitte des Platzes ist ein Kanaldeckel. Ich frage mich, ob es unter der Straßenebene noch etwas Wichtiges zu entdecken gibt. Ah, ein kleiner Hinweis. Also, ich versuche das mal aufzumachen. Ich kann ihn mit meinen bloßen Händen nicht Ach öffnen. so, natürlich. Wir haben ja so ein Kanaldeckelwerkzeug aufgenommen. Hey, hey Sie, was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg. Okay, anscheinend müssen wir versuchen, den Gendarm da wegzulocken. Wir sprechen mal mit dem Jongleur. Der das hey, übrigens du da mit fantastisch den macht. Bällen. Ui? Wie haben Sie gelernt, so zu werfen?
Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na, das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Okay. George Stobbart, der Jongleur. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann's ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Tja, ein bisschen Arroganz von George Stobbart scheint nicht ganz zu nützen. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. So. Tackchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine, im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. No, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Ach, Alter. Gönnen Sie Ihren Augen mal was richtig Gutes. Incroyable. Ist der echt? Ich glaube ja. Manche Menschen glauben, dass auf allen großen Edelsteinen Flüche liegen. Ach, das ist Blödsinn. Obwohl, je mehr ich darüber nachdenke, die letzten zwei Leute, die diesen Stein vor mir besaßen, sind beide unter mysteriösen Umständen verschwunden. Und der Kerl, der ihn abholen sollte, wurde angeschossen und dann in seinem Krankenhausbett ermordet. Wollen Sie ihn? Nein, vielen Dank, aber nein. Schon klar. Was sagt Ihnen dieser Laborausweis? Dass Sie in einem Labor arbeiten? Falsch. Noch ein Versuch. Dass Sie Laborpässe stehlen? Nein, naja, zumindest nicht aus Gewohnheit. Das hier war etwas Besonderes. Bis später. Er hilft uns trotzdem nicht weiter. So, was wir jetzt allerdings machen, ist nochmal mit dem Gendarm zu reden. Hallo. Hallo, Monsieur. Und wir zeigen ihm jetzt die rote Clownsnase. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non. Obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne Sie schlecht jongliere? Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Ja, fantastisch. Wir sehen uns. Oui, Monsieur. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt probieren wir es nochmal, allerdings mit der roten Clownsnase. Tackchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Na gut. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Und geht wutschnaubend fort. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen! Hey! Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm, langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Tja, was mich damals schon als kleiner Junge
natürlich jetzt hier sofort gefragt, ne, was ich mir gefragt habe, so, ist der Jongleur geht, der Gendarme geht auch und die ganzen Leute bleiben hier stehen. Und jetzt darf George Stobart angeblich ganz normal den Kanaldeckel aufmachen. Ach, wir nehmen das Ganze nicht so ernst. Es ist noch 96, da war noch nicht so viel los. So, jetzt können wir allerdings unter Montfaucon gehen. Und sehen hier schon mal ganz merkwürdige Sachen. Ein Boot mit einem Rad, an dem ein Haken dran ist. Ne, Moment. Was ist denn das? Das ist auch wieder neu. Das ist auch wieder neu. Das wundert mich jetzt schon. Was ist denn das jetzt hier wieder? Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Die Tür ist hübsch gefertigte Handarbeit. Habe ich das schon mal gemacht müssen? Okay. What the fuck? Das war doch eine Ziege. Na gut. Ich richte mich jetzt nach einem Originalspiel und hier musste man Folgendes machen. Da sieht ihr diese drei Platten. Oder beziehungsweise, ja doch, das sind so Platten oder Steine. Die Mauer ist abgebröckelt Mauer. Und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Genau. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. So, was wir jetzt allerdings hier an dieser Platte machen, wir können mit unserer Allzweckwaffe ein bisschen das überprüfen. Keine Hohlräume hier. Okay, machen wir es mal hier. Zeit für ein wenig brutale Zerstörung. Ah ja. Hey, das klingt hohl. Ich habe ein Loch in eine historische Fundstätte gemacht. Wenn jetzt zufällig irgendwelche Archäologen vorbeikämen, dann würden sie mich dafür lynchen. Gut. In der Wand ist ein Geheimmechanismus versteckt. Mit einem Hebel in der Mitte. Drücken. Und ab die Post. Die Geheimtür klemmt, ich passe nicht durch den Spalt. Ich ziehe den Hebel ganz rüber. Na gut. So. Was wir jetzt allerdings machen können, ist jetzt diesen komischen Haken benutzen. Wir lassen jetzt mal die Kette herunter. Nehmen das eine Ende des Hakens. Oh, das wird automatisch schon. Okay. An die Tür. Das macht alles automatisch. Das ist ja cool. Das musste man alles früher mal per Hand machen. Zack, zurück. Dort. Die Tür ist offen. So. An dieser Stelle möchte ich was testen. Ganz kurz. Ich speichere mal ab, ja? Damit ihr es wisst. So. Spiel gespeichert. Ja, ja, ist klar. So. Wenn ich jetzt hier einfach runtergehe, bin ich im Original gestorben. Das machen wir jetzt auch mal. Und gucken mal, ob es wirklich so weit funktioniert. Weil angeblich sind ja die Sterbesequenzen nicht mehr da. Am unteren Ende der Treppe sehe ich einen Lichtschein. Ich höre Stimmen aus der beleuchteten Ecke. Das ist ein sehr guter Augenblick, um vorsichtig zu werden. Achso, vielleicht... Ich weiß gar nicht, ist das wirklich so in dem Original? Das bin ich mir gerade unsicher. Naja gut, wir gucken jetzt aber hier mal durch eine Art Spalt. Am Anfang war das Ende. Mit einem Ende durch unser feine Hand begann unsere Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das Ende unserer Feinde wird unseren Neubeginn ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild. Werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen.
Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund übereilter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... Also, dass unsere Vorfahren... Moment mal, das hier sind die Templer? ...eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pigrem. Pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmarn zu beschützen, als die Haschaschin ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Haschaschin. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich... Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben? Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor. Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung. Wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle. Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Naja, da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Ha! Aber meine besten Leute arbeiten schon daran. Und sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht. Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquet war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ohren dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. Ich wollte nicht... Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter... Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. Klausner war ein guter Agent. Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Wow. Ja, sehr wichtige Informationen.
Sehr wichtige Informationen. Da beginnt sich das Bild zu formen. Das waren eine neue Gruppe der Tempelritter, zumindest nennen sie sich die Neotempler. Sehr wichtige Leute, hochangestandene Leute, die sehr hohe Titel tragen. Und die versuchen mit ihren sozusagen hinter den Kulissen die Regierungen und den gesamten gesellschaftlichen Aufbau ein bisschen ein Beinchen zu stellen, um ihre Macht natürlich zu vergrößern. Was sie allerdings brauchen, ist eben das Schwert von Baphomet, weil das eben so ihre Macht nochmal stärken würde. Warum auch immer, das werden wir dann später herausfinden. Was allerdings ihre Gegner sind, sind die Hashashin. Und das ist so quasi, wie man das schon bemerkt hat, der typische alte Konflikt zwischen Tempelritter und Assassinen haben wir hier in Baphomet-Such auch. Und wir gehen mal runter, weil hier die Luft jetzt rein ist. Und hier sehen wir eine große Fläche, drumherum sind Buchstaben. Auf dem Boden ist ein großer Kreis markiert mit einem Steinblock in der Mitte. Um den Kreis sind Wörter in den Stein gemeißelt. Auf dem Kreis sehe ich das Siegel der Tempelritter und zwei Sätze auf Latein. Non omnis moriar und clarior et tenebris. Ich werde nicht völlig sterben, das Hellere aus den Schatten. Tja, was wir allerdings auf diesem Sockel sehen, sind drei Einkerbungen und die sind natürlich prädestiniert für so ein Dreibein. Die Füße des Dreibeins passen genau in drei Kerben oben auf dem Steinblock. So, jetzt können wir aber mal versuchen, den Edelstein draufzusetzen. Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Und jeder Strahl sucht sich einen Buchstaben aus. Von links nach rechts steht dort M-A-R-I. B. Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. Genau. Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neotempler sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben sie nicht die Bedeutung des Ortes ihres Treffens erkannt. Nachdem sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Warum nicht? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig. Das hoffe ich. Irgendwie habe ich dieses Gespräch schon mal gehabt. So, ein guter Ball. Vielleicht doch nicht. Ach, warum nicht? Auf gar keinen Fall. Naja gut, er will mit niemandem über irgendwas sprechen, deswegen machen wir Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Ein weiter Weg, den wir allerdings annehmen werden. Also Schluss. Los zum Airport und ab nach Syrien in das kleine Dorf Marib. Oder Marib. Oha, und schon sind wir da. Sehen einige nette kleine Sachen und fühlen das Ambiente des Marktes. Zum Beispiel hier die Katze, die fassen wir mal an, aber die lässt sich, glaube ich, nicht anfassen. Genau. Zack. Ist sie schon wieder weg. Heda, junger Mann. Speak you the English? Speak you the Anglaise? Parlez-vous anglais?
Ja, sie und wirklich oui. Und eher besser als sie, wie sich's anhört. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte. Oh ja, da kann ganz gut Englisch. Das ist also der Marktstand. Oh ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird. Dem Großartigsten in dieser geschäftigen Metropole. Das hier ist eine geschäftige Metropole? Nun, nicht per se eigentlich, nein. Was kosten die Bücher auf diesem Regal? Haben Sie syrische Pfund? Ich habe, glaube ich, ein paar irische Pfund. Dann sind sie für Sie zu teuer, Sir. Oh. Du sprichst unsere Sprache sehr gut. Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, die mein Onkel gehandelt hat. Oh, ein Sprachkurs. Nein, Sir. Chiefs and Wooster. Gassi Finknattel und Agatha Watto. Was? Ich kenne gar nichts davon. Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir. Sie ist eine sehr unfreundliche Katze. Warum behältst du sie dann? Oh, sie gehört mir nicht. Sie legt sich dahin, wo es ihr passt. Und heute passt es ihr, sich hier hinzulegen. Wie Kipling sagen würde, eine Katze hat ihren eigenen Kopf. Absolut unabhängig. Und sie stinkt. Genau, Katzen sind blöd. Sag dir das Wort Templer etwas? Templer, Templer, Templer. Warum? Ja, natürlich. Also doch. Ja, eine tolle Romanserie von Leslie Chartreese. Mit dem spitzbübischen Mr. Simon Templer in der Hauptrolle. Großartig. Du warst eine wirkliche Hilfe, Neo. Sonst noch was? Die Fernsehsendung Simon Templer in der Hauptrolle Roger Moore mit der fragenden Augenbraue. Und vorneweg ein Kerl mit Heiligenschein. Kennt mehr als ich. Alles, was dir zu Templer einfällt, ist Roger Moore? Ich habe es eigentlich nur wegen dem Kerl mit dem Heiligenschein angeschaut. Bei dem waren die Animationen besser. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt. Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde. So viel ich weiß. Die meine ich. Was weißt du noch darüber? Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Eine was? Aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles. Vergiss es. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter? Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten Tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht. Tja. Na, was hältst du davon? Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug! Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf. Ist das dein Ernst? Todernst! Die Leute werden von weit her kommen, um meine... Richtig. ...Sammlung zu besichtigen. Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten hohen Kunst behalten. Beantworten Sie eine Frage. Was nützt ein Picasso, frage ich Sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann? Der Punkt geht an dich. Was hältst du davon? Nun, abgesehen vom Augenfälligen nur wenig, obwohl mir das Muster bekannt vorkommt. Komm her, gib mir die Hand, Neo. Lieber nicht, Sir. Na, schade. Bis dann, Neo. Und schaut sie, Sir. So, Neo ist ein ganz, ganz aufgeweckter und intelligenter Junge. Also sehr intelligent. Sprechen mal mit der korpulenten Dame davon. Hallo, ich frage mich, ob Sie mir helfen können. Was? Hallo, schöner Mann, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin George. Ich habe eben... Es ist entzückend, Sie zu treffen, George. Ich habe... Ich bin Mrs. Henderson, aber Sie können mich Pearl nennen. Okay, Pearl. Ich habe... Ach, es ist so schön, einen Amerikaner so weit weg von zu Hause zu treffen. Pearl? Ja, Liebes? Ich frage mich, ob Sie mir helfen könnten. Aber natürlich, Herbstchen. Ich liebe Pearl. Pearl ist auch ein Charakter, der ja so für die Baphomet-Fluch-Serie so ein bisschen so ein Standcharakter ist, nenne ich es mal, der immer wieder auftaucht. Haben Sie jemals etwas von einem Ritterorden namens Templer gehört? Kommt mir bekannt vor. Ich erinnere mich, Duane hatte ein Buch. Der heilige Irgendwas und der heilige Irgendwas Anderes. Ach, es fällt mir nicht mehr ein. Ich habe ein bisschen darin gelesen. Und?
war in meinen Augen ein ziemlicher Quatsch. Erzählen Sie mir etwas von sich, Pearl. Von mir? Oh, das Interesse eines Gentlemans ist immer so schmeichelhaft. Nun, mein Mann und ich betreiben eine Firma für Glückwunschkarten in einem schmucken kleinen Örtchen namens Akron in Ohio. Akron? Schmuck? Klein? Ist Ihr Mann in der Nähe, Pearl? Nun, in der Tat. Ja, ist er. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Haben Sie mit dem Jungen geredet, der den Stand mit all dem Nippeskram betreibt? Ach, Sie haben ihn getroffen. Sein Name ist Neo, wissen Sie? Ach, er ist so süß. Ich könnte sterben. Ach, ich würde ihn gern verschnüren und mit nach Ohio nehmen. Er könnte etwas dagegen haben. Ich suche nach etwas Antikem, verstehen Sie? Etwas, womit ich die Leute zu Hause beeindrucken kann. Der arme Junge hatte sein Bestes versucht, aber wir haben immer noch nichts gefunden. Verstehen Sie etwas von mittelalterlicher Weberei? Ich mache ein wenig Handarbeit, aber mein Gott. Ist okay, das war etwas weit hergeholt. ja. Haben Sie den Mann schon einmal gesehen? Nein. Ein Freund von Ihnen? Nein, nicht wirklich. Kennen Sie dieses Streichholzheftchen? Sind Sie Philomenist? Haben die so ein geheimes Erkennungszeichen beim Händeschütteln? Oh, George, jetzt veralbern Sie mich. Schade. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? So, das ist Ihr Mann Dwayne. Ziemlich, Hallo. Lustiger Typ. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten. Klar, Junge. Für einen amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Mein Name ist Henderson. Dwayne Henderson. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Henderson. Teufel, Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne. Okay, Dwayne. Ich heiße George Stobbart. Könnte auch ein Deutscher sein. Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit drei Gesichtern dar. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Alles klar. Glauben Sie, Bullen haben hier einen besonderen Stellenwert? Außergewöhnliche Frage, George. Nein, das glaube ich nicht. Also man merkt, dass George Stobbart versucht, mit den Hinweisen auch von dieser Schriftrolle irgendwie hier klar zu machen, denn man hat eigentlich momentan noch keine Ahnung, was man überhaupt in Syrien soll. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich eine sonderbare Frage stelle? Okay, aber vielleicht antworte ich darauf nicht. Wissen Sie etwas über die Templer? Die Tempelritter? Ja. Nö, überhaupt nichts. Hey, Sie wussten, dass es ein Ritterorden war. Was ich weiß und was ich sage, sind zwei verschiedene Dinge, Junge. Ich habe mich nicht so lange in diesem Geschäft halten können, ohne das zu wissen. In diesem Geschäft? Klar, dem Geschäft mit Glückwunschkarten. Oh, bitte. Sagt Ihnen dieses Bild eines Ritters, der eine Kristallkugel hält, irgendetwas? Teufel, nein. Was will ein Ritter mit einem Stück Glas? Ich weiß nicht, das ist das Problem. Stimmt etwas nicht, Junge? Es ist keine Kristallkugel. Jetzt wird mir alles klar. Was die Verschwörer als Verlust beklagt hatten, die seltsame Schlussfolgerung im Manuskript. Es ist eine Linse. Ah. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht vier Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen. Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Sie sind weit weg von zu Hause, Dwayne. Könnte dasselbe von Ihnen sagen, George. Ich bin nur auf Urlaub, das ist alles. Ohne Fotoapparat? Etwas nachlässig, von so weit herzukommen. Und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George? Was? Wozu? Und zack. Oh, Sie hätten mich warnen können. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? Die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren. Was machen Sie, Dwayne?
Habe ich das nicht gesagt? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Jupp, wir sind aus Cleveland, Ohio. Cleveland? Pearl sagte, Sie stammen aus Akron. Was war das? Oh, nichts. Ich habe nur laut gedacht. Komisch. Wo ist Ihre Frau, Duane? Pearl! Oh, sie ist hier irgendwo auf der Suche nach Schnäppchen. Wie lange sind Sie verheiratet, Duane? Teufel, muss jetzt schon 30 Jahre sein. Tja. Okay, bis... Worauf Sie sich verlassen. Also was für uns jetzt eine wichtige Information ist, ist, dass Pearl immer schön auf Antiquitätensuche ist. Aber dieser gute Herr hier, der ist ja sehr interessant. In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Am Stand baumeln die Kebabs am Baldachin. Für ein Marketingmittel fehlt die Arbeit. Was er aber immer wieder rumführt. Das Gesicht des Standbesitzers ist keine gute Werbung für das Betreiben eines Kebabstandes. Wir sprechen Hallo, mal mit ihm. Hallo, wie heißen Sie, Sir? Hallo, hallo, Sie kaufen Kebab? Ganz gut. Spricht wie mein Schwiegervater. Was halten Sie davon, Sir? Sie kaufen Kebab. Sie kaufen Kebab? Jam, ganz gut. Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Na, Sie kaufen Kebab? Na, Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Na, Sie kaufen... Nee. Der versteht uns einfach Na nicht. Na dann. Ah, oh, ganz... Der versteht einfach nicht unsere Sprache. Deswegen gehen wir hier rechts die Treppe hoch. Und wenn wir mit diesem Typen... Ich glaube, mit dem Typen können wir, glaube ich, nicht unbedingt großartige viele Worte wechseln. Wir probieren es mal. Muruba! Hallo, Sir! Was halt? Hallo, Sir! Schöne Teppich! Ja, also Teppichverkäufer. Aber wenn man jetzt genau hinschaut und diesen Teppich betrachtet, das Muster und das Muster des Streichholzschachtels... Was fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen ein? Ah! Gib mir Alamut! Es ist quasi eine Eintrittskarte. Wir können jetzt nach oben laufen. In diesen kleinen schicken... Viele erlauchte Grüße, mein glücklichster aller möglichen Freunde. Kennen wir uns, Mister? Nein. Und abermals sagen, nein. Aber mein Freund, Sie nicht sehen das gegenseitige Glück für uns in diese Zusammentreffung? Wie ehrlich darf ich denn antworten? Sie seien ein fremder Reiser, nicht wahr? Mann, Sie müssen ja wirklich der größte Detektiv der Welt sein. Nein. Wurde mich gesagt, ist Sherlock Holmes mit großer Stirn und Pantoffel voll vom Pfeifetabak. Ich gegensätzlich bin größter Luxustaxifahrer der Welt. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich bin Ultar, Taxifahrer und exzellenter Luxusführer, jawohl. Das muss ich mir einfach anhören. Wohin wollen euer Herz gehen? Erwähnung nur Namen zu euer unterwürfiger Diener und wir dorthin fliegen so schnell wie auf Flügel des Igel. Oh, naja, eigentlich will ich Mareb noch nicht verlassen, aber wenn, dann werden Sie der Erste sein, der es erfährt. Ist gut. Sie wissen, wohin wollen. Sie kommen zu Ultar. Danke. Wir sehen uns dann, Ultar. Sie haben erfreuliche Tag, voll von strahlender Erfahrung und Freudigkeit. Soll sein, mein Freund. Sprechen wir mal mit dem Barkeeper. Hallo, einen netten Club haben Sie hier. Ich frage mich, ob Sie mir wohl helfen könnten. Was? Ich meine, wie bitte? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Wenig Überraschung das. Er sagen sorry, aber er nichts sprechen Englisch. Aber der hat doch gar nichts gesagt. Er habe nichts Zunge. Keine Zunge? Was ist passiert? Wetter gewesen. Und er hat verloren. Er gewinnen? Sie sollten sehen, andere Kumpelchen. Oh ja? Abgeschnitten. So, was wir hier allerdings machen können, oder zumindest was uns interessiert, ist dieser Raum hier. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Oh, Verzeihung. Haben Sie etwas gesagt? Er sagen, du nix geh in Toilette. Du lesen Schild, Kumpelchen. Kumpelchen? Es verlieren ein wenig durch Übersetzung. Okay, dann lesen wir mal das Schild. Indem ich die Notiz ganz fest anstarre und dabei meine Augen leicht zusammenkneife, erkenne ich, dass ich kein Wort lesen kann. Tja, vielleicht kann der Ulta, der luxuriöse Reiseführer, mir weiterhelfen. Da bin ich wieder, Ulta.
Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Irgendwie finde ich ihn ganz lustig. Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu finden. Oh ja, höchst exklusiv. Mitgliederschaft bestimmt nicht mehr als, wertiger Herr, was Sie schätzen von Bevölkerung in Dorf, mengenmäßig? Bitte? Ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar tausend. Dann ich schätze Mitgliederschaft nicht mehr als höchstens ein paar tausend. Was wissen Sie von dem Jungen auf dem Markt, Neo? Neo? Ah, Ayubs Junge. Zu groß für Sandalen. Ich spreche hervorwiegendes Englisch. Und er lachen. Er sagen, Ultar, du Riesenochse. Du spaltest Infinitive. Ich antwort, ich spalte dein Kopf. Wenn du stillhalten lange genug dafür. Reichlich lustig, ja? Umwerfend komisch. Sie sollten Ihre eigene Show im Privatfernsehen haben. Was wissen Sie über den Kebab-Verkäufer? Ein höchst unglücklicher Mann. Ultar sagen, lachen mal, Kumpelchen. Vielleicht passieren gar nichts. Und er sagen, Schnauze, Ultar. Schlimmer geht's ja wohl kaum. Doch. Arto machen dabei Gesicht wie Nieselregen an Mittwochnachmittag. Was immer das sein mag. Haben Sie das amerikanische Paar getroffen? Haben Ultar getroffen. Ja, Ultarn haben getroffen. Und? Höchst ungroßzügig. Ultar Angebot zu zeigen die Sehenswürdigkeiten von Land. Sie sagen, gibt es was Altes hier? Ultar sagen, ja, natürlich. Natur, sehr alt sein. Sie sagen, nein, irgendwas Altes von Menschenhand. Ultar sagen, haben gesehen Taxi? Keilriemen, älter als Ozymandias. Aber sie gegangen. Könnten Sie mir übersetzen, was das Schild hier bedeutet? Stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Ah ja? Und was heißt das? Manager kaufen wunderschöne neuen Toilettenbürste. Lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Zurückkommen, Bürste gestehlt. Gestohlen. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen Toilettentür sagen, niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen, was wir anfangen bis dann, Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden. Und das macht ihr alle seither? Nein, Ultar benutzen Eimer. Tja. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Natürlich. Ja? Was können Sie mir darüber sagen? Große Skibob-Band in die 60er. Nein, die meinte ich weniger. Wer hat das Bob in das Bob-Skibob-Doo-Wop gepackt? Ja, ja, eine der ewigen Fragen des Universums. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Sein hier gestern. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, fragen viele Fragen, wie Mr. Sie? Wonach hat er gefragt? Er fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? Er fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sagen Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel, etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch, oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden?
und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückes Geschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? Ja, muss ich ja. Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head. 50 Yankee-Dollars, bitte. 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine. Oh, höchst unerfreulicher Wender. Ultar dann bedauern. Aber nicht können werten Herren mitnehmen auf Reise von Leben. Warten Sie mal, Ultar, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte? Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer, Doktor. Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole sein Dollars oder nix. O unglückseliger Amerikaner. Tja. Naja, ich habe immer noch kein Bargeld, weder amerikanisches noch sonstiges. Oh, höchst extrem unerfahren. Die Genüsse des Bull's Head Hill. Wie kommt er denn nach Syrien? Wir sehen uns noch, Ultar. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. Tja. So. An dieser Stelle möchte ich natürlich jetzt hier wieder mal einen kleinen Break einleiten und euch den wunderschönen Abend oder den wunderschönen Tag hinein. Das ist ein wirklich, wirklich schlechter Abgang jetzt gewesen. Nein, ich möchte mich hier an dieser Stelle verabschieden. Wir sind, wie gesagt, noch in Syrien, haben noch einiges vor. Wir sind mit Klausner auf der Spur, wissen aber nicht genau, wonach Klausner sucht. Aber hier müssen wir aufpassen, denn Khan, der Attentäter der Assassinen, ist noch hier und er weiß, wer wir sind. Er weiß, dass George Stobbart auch in dieser Geschichte involviert ist und das ist natürlich sehr gefährlich. Aber es wird spannend. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Haut rein!